Hast du die Junior-Wahl ernst genommen? Ja, teilweise. Da kann man die Wahl im Gesamten überhaupt ernst nehmen? Ja, hab ich. Zum Teil. Was heißt zum Teil? Ich habe ernsthaft gewählt. Also ich habe das, was ich auch gewählt hätte, gewählt. Ja, ich habe die Juniorwahl ernst genommen. Tatsächlich, das habe ich. Ja, soweit es mir möglich war. Ja, natürlich. Muss. Ja, habe ich. Nein. Ja. 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 Ja? Ja. Glaubst du, dass das Ergebnis repräsentativ für die politische Meinung der Schüler an unserer Schule ist? Das meiste davon ja, jetzt vielleicht so Sachen wie die NPD nicht unbedingt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eher ein paar Witzbolder waren, aber ansonsten ja. Ich denke, es könnte einen repräsentativen Wert haben. Allerdings nehme ich im Moment die Wahlen und das Angebot der Parteien, die gewählt werden können, nicht sehr ernst. Nee, glaube ich nicht, weil viele diese Wahlen nicht ernst genommen haben. Nein. Nein. Warum? Weil alle trollen. Nicht alle. Doch, die meisten, Alter, wenn du Simon anguckst, so AfD und Yoshi, NPD und ich nenne jetzt keine Namen. Weil die Wahl von vielen Schülern nicht ernst genommen wurde und sie dann auch versuchten, wahrscheinlich andere Schüler dazu zu überreden, nicht ernsthaft zu wählen. Nur teilweise, denn meiner Meinung nach müsste man erstmal bestimmen, wie viele von den Wählern ihre Meinung tatsächlich ernst genommen haben, ihre Wahl. Und daran könnte es daran bestimmen, ob es tatsächlich repräsentativ ist oder nicht. Natürlich wird es nicht komplett repräsentativ sein, denn einige wählen auch Schwachsinn, so ist die Natur der jungen Schüler, die Jux und Dollerei betreiben wollen. Nein. Nein? Weil Kinder das wählen, was irgendwie am lustigsten ist, oder die nehmen das gar nicht ernst. Du würdest sagen, die Wahl hat eigentlich keinen wirklichen Wert? Ja. Nee, ich glaube eher nicht. Es gibt bestimmt Schüler, denen das wichtig war. Es gibt auch Schüler, die das einfach nur zum Spaß gemacht haben. Wie stehst du dazu, dass einige Schüler ihre Wahl nicht ernsthaft treffen? Was würdest du denen gerne mitteilen? Das ist eine verpatzte Chance. Ich meine, man kann da selbst ein bisschen gucken, wie sowas funktioniert. Und außerdem stellt es ja auch so ein bisschen die Jugendlichen da, sage ich mal. Da kann eventuell später mal die Entscheidung gefällt werden, ob man schon ab 16 wählen darf. Und das ist dann so ein bisschen Selbstschuld. Dass diese Wahlen auch unsere Schule repräsentieren und wenn man irgendeinen Scheiß hinschreibt, so wie wenn Leute aus Spaß AfD wählen. Oder erst die AfD und dann die MLP. Genau. Kann das auch zeigen, dass die Lehrer vielleicht einen Einfluss hätten auf die Schüler, auf die Schülerwahlen und alles. Also ich fände das schön, wenn man das mal so, also die wahre Meinung unserer Schule so gesehen hätte. Okay. Also ich fände das schon gut, wenn alle das ernst genommen hätten. Noch ist es ja nicht so schlimm, aber wenn sie richtig wählen, sollten sie nicht so AfD-Zeugs wählen, wenn sie das nicht wirklich machen wollen. Ich finde es nicht okay, da das Ergebnis die Schule repräsentiert. Was hast du gewählt, wenn ich fragen darf? Die Partei. Die Partei? Warum die Partei? Warum eine Spaßpartei? Naja, ganz einfach, weil es die Partei ist, bei der ich am wenigsten der Dinge, die sie tun, nicht unterstütze. Spiegelt das Wahlergebnis vielleicht den Erfolg beim Wahlkampf wider? Also glaubst du, wer einen guten Wahlkampf gemacht hat, hat auch viele Stimmen bei uns geerntet? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich denke, das hat vor allem damit zu tun, was bis jetzt in der Politik passiert ist und auch wie viel gerade an die Jugend der Wahlkampf gerichtet war. Also zum Beispiel, wie viel wurde über Bildung gesprochen? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, da diese Wahl eben von manchen Schülern nicht ernst genommen wurde. Was sagt der Ausgang der Wahl über unsere Schule aus? Ich denke, er sagt einerseits aus, dass die Schule relativ, also eher linkspolitisch denkt, würde ich sagen, aber auch vergleichsweise neutral. Es war ja auch viel CDU. Ich finde es überraschend, dass die Grünen 20% bekommen haben. Aber sonst ist das eigentlich schon erwartet. So CDU war klar, dass sie viele Stimmen bekommen. FDP war ich jetzt ein bisschen überrascht. Weil, also ich habe die FDP zwar sehr unterstützt, aber ich hätte nicht gedacht, dass andere Leute auch so gedacht haben. Aber bei den Grünen war es halt irgendwie klar, weil unsere Schule halt, weiß ich, hätte schon gedacht, dass viele Leute halt so stimmen werden. Dass wir ziemlich links sind, also unsere Meinung zum Glück nicht so recht sind, weil wir eh schon eine integrale Schule sind.
wir hatten ja auch zum Teil Flüchtlinge hier, die mit uns im Unterricht waren und ich hoffe, dass dort denen gegenüber kein Rassismus gezeigt wurde. Also glaube ich schon, dass diese Wahlen gut für diese Schule waren. Ich bin erstaunt, dass die eben so viel bekommen haben. Dass zum Beispiel auch linkere Einstellungen Berücksichtigung unter den Schülern finden. Naja, dass einige von unseren Wählern vielleicht, Spaß haben wollen, was man an der Partei erkennt. Dass die Schule für Humor steht und dass sich in ihrer politischen Meinung widerspiegelt. Ansonsten, unterscheidet sie sich ziemlich stark. Es gibt Linke und FDP direkt hier oben. Also es geht in verschiedene politische Richtungen, auf jeden Fall. Es werden Sitze, die an weniger qualifizierte Parteien, zum Beispiel FDP oder die Piraten oder sogar AfD vergeben werden könnten, halt eben vergeben. Auch wenn es eine Spaßpartei ist, ist das immer noch ein besserer Ausgang, als wenn einfach die restlichen Stimmen über die selben Parteien immer und immer wieder verteilt werden. Wie hast du dich über die einzelnen Parteien informiert? Ich habe mir die Kurzfassung von den meisten Wahlprogrammen angeguckt und so ein gekürztes Interview mit den Direktkandidaten. Wahl-O-Mat und ja, das war's. Okay. Ich habe den Wahl-O-Mat gemacht bei der Bundeszentrale für politische Bildung, der Website. Und die haben auch rein eingerichtet mit Informationen über die jeweiligen Parteien. Die Parteien, die mich dann interessiert haben, habe ich mir durchgelesen. Dann dazu noch im Kontrast von anderen Parteien, um das mal abzugleichen. Und habe mir dann eine politische Meinung gebildet. Fast gar nicht, nur über den SOWI-Unterricht mit Herr Stracke. Über das Internet. Ich bin auf deren Seiten gegangen, ich habe mir auf YouTube-Videos angeschaut, ich habe mir den Wahl-O-Mat angeschaut. Also ich habe fast alles benutzt, außer im Fernsehen die Sachen geschaut. Ich habe den Wahl-O-Mat gemacht und ich sah das TV-Duell Tage zuvor. Ich habe aus Zeitungen was gelesen und auf dem Internet geguckt, okay. Was die verschiedenen Parteien so... Also Wahl-O-Mat oder sowas? Ja, Wahl-O-Mat habe ich auch gemacht. Also Herr Flock hat uns das aufgegeben, dass wir das machen müssen. Also freiwillig machen müssen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe mich nicht konkret informiert, aber ich hatte im Gesamten ein ungefähres Wissen über die Parteien. Und ich denke, ich kann die Parteien ungefähr einordnen, wo sie stehen. Und wie schon gesagt, die Partei ist einfach das, was ich in dem Parteiprogramm und vom gesamten Auftreten der Partei am wenigsten Dinge gesehen habe, die ich nicht unterstützen würde. Und deswegen habe ich halt eben diese Partei gewählt. Internet. Ja. Wahl-O-Mat? Nein, ich habe mir einfach nur Online-Artikel durchgelesen. Ab und zu habe ich auch was im Fernsehen geschaut, ja. Da gab es so einen YouTube-Kanal, wo 6 verschiedene Parteien, also die wichtigsten Parteien, dann jeweils zu verschiedenen Fragen kurz ihre Meinung abgeben konnten. Wirst du bei der Wahl durch deine Eltern beeinflusst? Eigentlich nicht. Wir reden nicht viel über Politik, schon gar nicht über Wahlen, sondern halt hauptsächlich über so Themen, die auch gerade im Radio kommen, eher so über weltpolitische Dinge. Nein, kein Stück. Nee, weil meine Eltern eigentlich mir immer verschwiegen haben, was sie gewählt haben, solange ich, also wir haben immer gesagt, dass ich wählen sollte, damit so Parteien wie die AfD oder die NPD niemals wieder gewählt werden können, niemals wieder im Bundestag haben. Aber sie haben mir niemals gesagt, wen sie wählen oder was ich wählen soll, weil sie mir die Entscheidung gelassen haben. Sprecht ihr zu Hause über Politik, also über politische Themen denn? Nee, eigentlich nur, wenn irgendwie Besuch da ist und die anfangen mit irgendwelchen politischen Themen, aber nie so zu Hause. Ein bisschen, ja. Ein bisschen? Die, wenn jetzt rechts wählen, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie Rechteres nehmen, weil das so... Aber ich bin nicht rechts, also... Ich glaube nicht. Ich habe einfach nur die Informationen im Internet gelesen und mich daran orientiert. Mehr aber auch nicht. Vielleicht habe ich mich nicht ausreichend informiert, um jetzt perfekt eine politische Meinung bilden zu können, aber genug war auf jeden Fall drin. Ehrlich gesagt, natürlich wird man irgendwie immer durch seine Eltern beeinflusst, aber direkt nein. Auf keinen Fall. Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht, nein. Doch schon. Nee, kein bisschen. Nö, gar nicht. Nein, gar nicht. Ja. Das heißt, du reflektierst nicht selbst, was gut ist und was nicht? Nein, ich wähle ja nicht das, was die mir sagen, aber... Das, was sie dir nicht sagen, wählst du auch nicht. Ja, genau. Du hast zur Juniorwahl nicht gewählt. Warum? Ja, ich habe keinen Zettel bekommen, der mich dazu berechtigt zu wählen. Und deswegen habe ich dich gewählt. Also die
es ist folgendermaßen, du hättest tatsächlich auch wählen können, ohne diesen Zettel gehabt zu haben. Das wusstest du nicht. Wusste ich erstens nicht und zweitens ist mir das auch relativ egal gewesen. Okay, das heißt, du würdest sagen, die Wahl hat eigentlich keinen wirklichen Wert. Ja. Ja, okay.